Hallihallo, ich begrüße euch alle zu Conny Canarias und Land und Leut. So, heute gibt es mal was zum Mitmachen oder zum Nachmachen, sagen wir das so. Es gibt das Rezept für die leckere kanarische Mojo-Soße, Mojo Rojo. Habt ihr sicher schon von gehört und wird gerne als Beilage zu verschiedenen kanarischen Gerichten gereicht. Besonders gern natürlich zu den Papas Arrugadas, das sind die Runzelkartoffeln, und zu gegrilltem Fisch. Ja, und für die Zubereitung dieser traditionellen Soße braucht man eigentlich nur 5 bis 10 Minuten. Hauptbestandteil ist Knoblauch, genauso wie auch Paprika. So, und dann fangen wir mal an, was ihr alles dazu braucht. Das ist einmal Olivenöl, extra virgin, das heißt kaltgepresstes Olivenöl. Circa 50 bis 100 Milliliter. Doch immer mit wenig Öl beginnen und man kann dann nach und nach noch mehr hinzufügen. Dann brauchen wir Knoblauch, eine Viertel bis ganze Knolle, geschält und die dünne Haut abgezogen. Zwei rote Paprikas gewaschen, entkernen und die weißen Häutchen entfernen. Dann einen Teelöffel süßes Paprikapulver, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, eine Scheibe Weißbrot in Stücken, Rotweinessig, 50 bis 100 Milliliter, je nach Geschmack, Steinsalz zum Abschmecken und wer es scharf macht, kann dann gerne noch rotes Chili mit dran machen. Dann die Zubereitung in einem Mixer. Ist das also ruckzuck in wenigen Minuten fertig? Das Olivenöl erstmal wenig, Knoblauch, Kümmel, Paprika, Brot und Paprikapulver, alles in den Mixer. Zutaten zu einem Püree aufschlagen, mit Essig und Salz abschmecken, probieren, eventuell mit Essig und Öl verdünnen. Nochmal gründlich mixen. Und wie viel Knoblauch und ob man Chili noch dazu gibt, das ist dann Geschmackssache. Wichtig ist, dass der Mojo eine cremige Konsistenz hat und wichtig auch, dass er nicht zu dünn ist. Ja, und am besten schmeckt der Mojo, wenn man ihn am Vortag zubereitet, dann können die Gewürze sich gut entfalten. Ja, ich sage guten Appetit und buen provecho. Hasta la próxima.